Hey Leute und willkommen zu einer kleinen Runde von Ultimate Team, Ultimate Team oder Food, je nachdem wie ihr das wollt. Ich habe nicht vor, den Modus großartig zu spielen und werde dementsprechend auch nur ein paar Packs aufmachen. Und das Video wird dementsprechend auch kurz sein. Ja, ich habe nämlich die Ultimate Edition, das heißt, ich bekomme immer wieder Packs. Habe jetzt am Anfang sowieso ein paar Packs. Ist nichts Besonderes, ist nichts Großes. Ich wollte einfach mal gucken, wie das bei euch ankommt. Denn wenn das gut bei euch ankommt, dann werde ich mich dazu entscheiden, demnächst mal Food zu bringen. Wenn das so mittelmäßig bei euch ankommt, genauso wie letztes Jahr, da ist es auch nur so mittelmäßig angekommen, dann wird es weiterhin die normalen Sachen bei mir geben. Heißt FIFA Trainerkarriere, FIFA Torwartkarriere und eventuell ein bisschen Koop-Karriere, ja, zu zweit eine Karriere und ein paar Sachen auch zu PES und Formel 1 und was es nicht alles auf meinem Kanal gibt. Aber ja, ich wollte mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen, diese 9 Packs, die ich hier habe. Ich habe natürlich mal kurz Ultimate Team geöffnet und werde auch natürlich ein bisschen spielen, aber ich dachte hier, bevor ich diese 9 Packs aufmache, ohne das zu zeigen, werde ich mir das nicht nehmen lassen und das Ganze dann einfach mal ja, hier für euch präsentieren. Wir haben einen Icon-Leihspielerwahl-Dingens, das ja, machen wir einfach mal auf, ist jetzt nichts Besonderes. Oh, es ist doch besonders, denn mein Lieblingsspieler ist hier dabei. In meiner Kindheit muss ich tatsächlich sagen, dass Miroslav Klose mein absoluter Lieblingsspieler war. Und den jetzt hier zu bekommen, das ist schon was Cooles, deswegen gibt es gar keine Frage, der muss mitgenommen werden, der wird mitgenommen, das ist ganz, ganz eindeutig. So, dann haben wir ein Food-Trikot-Pack, braucht kein Mensch, zumindest jetzt noch nicht, wir können natürlich ein paar Trikots hiervon verwenden, das zum Beispiel sieht extrem funny aus. Kann man auf jeden Fall mal nehmen. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr auch gerne mal ein Abo dalassen. Und wie gesagt, falls ihr noch was zu Food sehen wollt, dann unbedingt in die Kommentare schreiben oder eine Bewertung dalassen oder einfach am besten beides. Weil dann werde ich eben sehen und sagen, okay, ich werde doch mehr zu Food machen und werde was zu Food machen. So, wir sehen die neuen Pack-Animationen, was ich extrem, extrem cool finde. Ich finde die echt richtig gut. Und das kann man auch mal machen. Kommt beim Leihspieler ein Walkout? Wahrscheinlich nicht, ne? Schade. Hätte ich gern gesehen. Auf jeden Fall finde ich die Pack-Animation extrem cool und ja, gefällt mir. Van Dijk, Sancho und Vinicius Junior gefällt mir auch. Weiß nicht, ob die jeder bekommt, aber ist auf jeden Fall ganz angenehm. So, dann machen wir die anderen 6 Packs auf. Keine Ahnung, ob man die Objekte verkaufen kann oder nicht. Aber es sind keine besonders krassen Packs, aber man kann immer was ziehen, immer Überraschungen, weiß ich nicht, mal gucken. Okay, wir bleiben hier schon stehen, Ulreich, okay, ja, immerhin jemanden, den man kennt, ist okay. Wir müssen ja auch ein paar Münzen machen, also hauen wir die alle weg und öffnen das nächste Geilo-Pack, wo wahrscheinlich nichts drin ist. Ja, die Packs sind schon schwach, aber das kommt noch, Leute, das kommt noch. Die Packs sind nicht schwach. Wir kommen auf jeden Fall. Ne, wir kommen nicht weit. Das ist eine Rare. Ach so, wenn es eine Non-Rare ist, dann wird es direkt gestoppt. Bei einer Rare wird es später gestoppt. Und bei einer über 83 wahrscheinlich wird es dann. Geht es dann raus ins Stadion. Okay, gut zu wissen auf jeden Fall. Preislich ist nichts zu machen, deswegen adio. Nächstes super mega geile Pack. Das hat sogar extrem lang geladen. Also am besten jetzt. Gar nichts bekommen. Nice. 79er Share. Wer zur Hölle ist das? Ja, Deutsche behalten wir einfach mal, weil ich habe so die Idee, dass ich die dann doch noch in mein Team einbauen kann. Fürs Anfangsteam zumindest, natürlich. Ich werde ja nicht wirklich Geld da reinstecken in dieses Spiel. Und dementsprechend ziehe ich Kufall. Oh, den kann man sogar verkaufen. Für 2k ist er aktuell drin. Dann machen wir den Transfermarkt direkt mal kaputt und bieten ihn dann einfach für, naja, 1,6 bieten wir ihn an. Gönnt euch. Und der Rest kann weg. So, die zwei Packs sind jetzt schon mal ein bisschen besser.
Und wie gesagt, das war's dann eigentlich auch schon mit dem Video. Einfach mal gucken, was da jetzt so drin ist. Vielleicht werden wir jetzt mal ins Stadion gefahren, ohne dieses Leihspieler-Set. Das wäre ganz angenehm. Also auf jeden Fall schon mal ein Stück weiter. Aber hier bleiben wir leider wieder hängen. 78er Yokusulul. Wait, Wendell. Oder Wendell, wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Alter, den kriegt man nicht unter 7k. Oh, Leute, gönnt euch, machen wir erstmal den Transfermarkt kaputt. Nee, machen wir natürlich nicht. Ich will natürlich immer noch Geld rausholen, deswegen 6,8. Da wird ihn hoffentlich direkt einer kaufen. Eine Chance haben wir noch. Eine bittere, enttäuschende Chance wahrscheinlich. Schauen wir mal. Oh, hier geht's weiter. Oh, es geht ganz, es geht durch. Spanien, ZOM, Real Madrid. Bitte was Gutes. Es ist Isco. Es ist ein Walkout. Wie krass ist das denn? Wie kann man denn mit solchen Scheiß-Sets ein Walkout ziehen? EA gönnt. EA gönnt für das Video. Ja, Leute, da muss der Like-Button gesprengt werden. EA gönnt für das Video. In so einem Kack-Set und in so einem Pack-Opening. Im allerletzten Set. Isco. Gar kein Trading angesagt, oder? Nee. Aber 20.000 können wir verticken. Finde ich echt cool. Ich hoffe, dass niemand kauft für 20.000. Das ist die Frage. Ne? Aber an sich echt cool. Mike, wie kann man nur so ein Glück haben? Ich finde auch gut, dass wir hier vier Fitnesskarten haben. Aber ich finde es gut, dass wir fucking ein Walkout gezogen haben. Im ersten Video, wo wir auch so Kackpacks haben. Also ich finde das echt krass. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Wendell hat sich schon verkauft und die anderen hoffentlich bald auch. Und dann haben wir noch ein paar Coins und sind dann schon ordentlich am Start, ey. So kann man nochmal in Food reinstarten und so habe ich dann fast schon Bock, bald wieder ein bisschen hier Zeit zu investieren. Geld nicht, aber Zeit. Schauen wir mal. Auf jeden Fall war es das dann auch schon mit dem Video. Vielleicht sogar unter 10 Minuten. Wäre auf jeden Fall auch mal ganz angenehm. Haut rein. Bis dahin. Lasst euch drücken, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie es mit Food weitergehen soll. Bis dahin. Ciao, ciao.